eins Elementares. Im Unterkapitel 1.1 der Bahnkurve. Bis zu dem Punkt vorgedrungen, wo wir die nicht trivialen Annahmen besprochen haben, die dadurch, dass sie diese Bahnkurve betrachten, die damit implizit gemacht werden. Wir hatten die Tatsache, dass wir davon ausgehen, dass es deterministisch ist und reversibel. Das haben wir besprochen. Und dann drei Annahmen, und ich werde die nochmal aufschreiben hier. Und zwar zunächst, dass wir einen Referenzraum haben, so den Frame of Reference. Relativ zu dem sich unser Massepunkt oder unsere Massepunkte bewegen. Dann haben wir eine Ebene, euklidische Raumstruktur, und zu guter Letzt nehmen wir an, dass es eine homogene, lineare und absolute Zeit hat. Und diese Annahmen, die wollten wir ein bisschen im Detail diskutieren jetzt. Und ich habe von hinten angefangen, also revers chronologisch, haben wir zu C gesagt, dass wir also eine absolute Zeit für alle Massepunkte annehmen, also dieselbe Zeit mit anderen Worten, egal auf welchem Massepunkt Sie jetzt gucken und egal zu welcher Zeit in Ihrer Trajektorie, in Ihrer Bahnkurve, also absolute selbe Zeit für alle Orte und alle Zeiten. Das mag anschaulich sein, aber Sie wissen natürlich, dass aufgrund von Einsteins Relativitätstheorie, dass es auf keinen Fall der Fall ist, in Wahrheit. Die Massepunkte zum Beispiel, die sich bei großer Geschwindigkeit bewegen, stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem Molekülstrahl, der jetzt mit halber Lichtgeschwindigkeit durchs All rast. Diese Partikel werden ihre Zeit langsamer verstreichen sehen. Das heißt, wenn man die Zeit dort misst und vergleicht mit der Zeit auf sich langsamer bewegenden Molekülstrahlen, dann werden zum Beispiel Alterungsprozesse, könnten Sie sich vorstellen, die dort stattfinden, auf dem schnellen Molekülstrahl dementsprechend inhibiert sein. Ja. Also das ist eine starke Annahme, mit anderen Worten, die wir hier machen. Und hoffentlich gelingt es uns auch noch, wenn wir das Material genügend schnell abdecken, dass wir zur Relativitätstheorie kommen und dann genau diese Annahme wieder besuchen werden. Wenn wir über Zeit sprechen, dann müssen wir die natürlich messen. Und auch da haben wir schon gesagt, also ein Meterstab werde ich nicht mit Ihnen besprechen, aber eine Uhr ist doch ein Instrument, was vielleicht eine Erwähnung wert ist. Also die Uhr hatten wir definiert als Instrument zur Quantifizierung, also zur Messung von periodischen und kontinuierlichen
Prozessen. Hier gibt es eine interessante Frage im Chat, ob die Photonen eine geringe Lebenszeit haben, die aber aufgrund der Geschwindigkeit durch die Zeitverzögerung so hochgetrieben wird. Das will ich nicht ausschließen. Ja. Der Hauptpunkt, den ich machen möchte, ist, dass in Tat und Wahrheit wir wissen, dass Zeit nicht absolut ist. Also wenn wir uns eine Uhr vorstellen, dann können wir uns recht schnell lustige Beispiele überlegen. Also hier sind jetzt mögliche Uhren. Also eine ist zum Beispiel der Pulsschlag zum Beispiel von einer Person. Ich weiß nicht, Sebastian Kurz. Sie können sich auch die Erdrotation überlegen. Oder ein Sekundenpendel, der hin und her schwingt. Oder die Frequenz eines Überganges in einem Atom. Also das sind alles Uhren, die Sie kennen. Und diese Uhren hätten gewisse Perioden. Die Sie in einer Zeiteinheit messen können. Also diese Zeiteinheit erfordert in der Regel irgendeine Referenz. Das heißt, Sie beziehen sich dann auf eine Referenzuhr und ihre Periode. Sagen wir, unsere Einheit seien Sekunden. Und dann ist der Pulsschlag von Herrn Kurz irgendwo zwischen, wenn gerade Hektik ist, 0,5 bis 2 vielleicht. In der Erdrotation haben Sie 24 Stunden, sind ungefähr 86 Kilosekunden. Das Sekundenpendel hat eine Periode von einer Sekunde. Und in der Atomfrequenz üblich ist sowas wie 1 durch 10 Gigasekunden. Ja. Also 10 Milliarden. Diese Uhren haben Fehler und die können zum Beispiel daher resultieren, dass er kurz Sport treibt oder gestresst ist. Also es hat mit Biologie zu tun, eine hochkomplexe Fehlerquelle. Sie können bei der Erdrotation ganz zum Beispiel die Mondphase einen großen Effekt haben. Beim Sekundenpendel ist die Genauigkeit auch zum Beispiel beschränkt durch Reibung. Wenn Sie Ihr Sekundenpendel genau, das hat typischerweise eine Länge von einem Meter. Die Genauigkeit war schon so gut, dass im 18. Jahrhundert diskutiert wurde, ob man das Sekundenpendel nutzt, um den Meter zu definieren. Aber hier sind Reibungen hauptursächlich, wenn Sie, es gibt sehr raffinierte Konstruktionen, wo man die Ganggenauigkeit enorm verbessern kann. Aber Sie können auf jeden Fall hier Sekunden pro Tag erreichen.
Und bei dieser Atomfrequenz, da ist es so, dass es in der Regel ist das Isotop 133 vom Cäsiumatom, einer der hyperfeinen Strukturübergänge, also aus der elektronischen, aus den elektronischen Niveaus, ist das ein sehr subtiler Übergang, der aber die relativistischen Effekte vernachlässigt. Also der ist in der Regel, also diejenigen, die durch die Erde, die Anwesenheit der Erde erzeugt wird. Also ohne relativistische Effekte. Das heißt, wenn Sie Ihr Cäsiumatom weit weg ins All bringen würden, fern von allen anderen Massen, dann wären Sie hier, könnten Sie diese Effekte noch korrigieren. Kilo und Giga, K und G. Gut, also das zeigt Ihnen ein bisschen auf, dass Sie je nach Messgerät verschiedene Genauigkeiten haben. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn Sie jetzt mit irgendwas anfangen zu messen, recht fundamental, woher wissen Sie denn, wie gut das ist? Also nehmen Sie an, das Beste, was Sie haben, ist einfach nur die Erdrotation. Das Pendel, Sekundenpendel wurde noch nicht erfunden und auch nicht die Atomuhr. Können Sie denn überhaupt feststellen, dass Sie hier ein Problem haben? Und das ist natürlich eine sehr fundamentale Frage. Also das ist quasi der Exkurs. Woher weiß man, wie gut man ist? Ja? Also wie kann man das wissen? Und da gibt es ein berühmtes Zitat von Richard Feynman, der uns erklärt hat, wie man Physik betreibt. Das ist jetzt auf Englisch. Also er sagt, da gibt es drei Schritte. Im ersten Schritt guess a model. Okay. Im zweiten predict. Und im dritten deviates from experiment. Model is wrong. Okay. Also ist ein bisschen humoristisch dargestellt, aber es trifft die Essenz. Das Experiment ist der Schiedsrichter. Ja. Für uns ist jedwede Theorie immer nur ein Modell. Die sich in endlich vielen Experimenten, möglichst vielen, aber endlich vielen Experimenten bewähren müssen. Ja. Also die möglichst verifiziert werden müssen.
Also wir leben in diesem wir leben in diesem in einer Vorstellung, wie Platos Höhlengleichnis ähnelt. Nicht? Wir gehen davon aus, dass wir die volle Realität nicht erfassen können, aber wir können Modelle bauen. Und wie mit diesen Uhren sehen wir dann, wie gut diese Modelle mit der Realität übereinstimmen. Und auch Modelle, die, wenn sie jetzt hochgenaue Zeitabstände messen müssen, die dafür nicht genügen, können immer noch nützlich genug sein für Experimente, die eine geringere Genauigkeit benötigen. Dies impliziert auch, dass also nicht falsifizierbare Theorien wenig nützlich sind. Egal wie logisch oder ästhetisch ansprechend. Natürlich ist es extrem spannend, wenn es ihm gelingt, in der Forschung ein Theoriebereich aus diesem spekulativen Raum, der nicht falsifizierbar ist, der aber noch nicht, er ist nicht nutzlos, er ist wenig nützlich, aber er ist nicht nutzlos, denn das ist der Raum, aus dem Sie möglicherweise eine neue falsifizierbare Theorie heraus aufbauen können. Und das ist natürlich etwas extrem Spannendes, wenn Ihnen so etwas gelingt oder wenn Sie an so etwas mitarbeiten können. Ja, ich sehe im Chat, hier gibt es einige Vorschläge dazu. Ich will da gar nicht weiter darauf eingehen, das würde uns jetzt hier zu weit wegführen. Aber lassen Sie mich ein Beispiel geben für so ein Experiment. Also Sie nehmen... Sie nehmen die Erdrotation als Uhr. Und implizieren damit, dass die Winkelgeschwindigkeit Omega sei konstant. Und dann gehen Sie hin und berechnen Ort und Zeit für nächste Mond- oder Sonnenfinsternis. Und dann gehen Sie hin und messen Abweichung vom tatsächlichen Experiment. Und das gibt Ihnen natürlich eine Vorstellung. Und das impliziert, dass auch schlechte oder Methoden, wie jetzt insbesondere, wie wir sie hier diskutieren in der klassischen Mechanik, dass die auch ihren Wert haben. Wir müssen uns nur über die Beschränkungen, die Limitationen, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wir sagen dann dazu auch, also dass dieser Anwendungsbereich einer Theorie oder dieser Modelle
dass der entspricht einem gewissen einer Genauigkeit. Und solange wir innerhalb dessen bleiben, ist das Modell also ausreichend gut. Und dazu sagen wir dann auch umgangssprachlich, also schmutziges Wasser. Reinigt auch Geschirr. Okay. Gut, dann möchte ich jetzt zum... ich sehe gerade, wir haben schon 15 nach 11. Lassen Sie uns eine kleine Pause machen. Kommen Sie auch bitte um 11.25 Uhr zurück. Ja, bis gleich. Okay, lassen Sie uns weiter fortfahren mit der Vorlesung. Wir diskutieren gerade die nicht trivialen Annahmen der Bahnkurve und hatten jetzt insbesondere die Annahme C, dass die Zeit absolut ist, besprochen. Insbesondere im Rahmen eines kleinen Exkurses die Bedeutung der Messung und die Beschränkung von Annahmen im Hinblick auf die tatsächliche Realität, zumindest das Beste oder das meiste, was wir davon zurzeit aktuell wissen. Dann lassen Sie mich jetzt bitte zur Annahme B kommen. Bei der Annahme B handelte es sich um die ebene Raumstruktur. Ja. Auch bekannt als ein euklidischer Raum. Diese Annahme ermöglicht es uns, ein geradliniges absolutes, also zum Beispiel nicht zeitabhängig, kartesisches Koordinatensystem aufzubauen und zu nutzen. Das kürzen wir auch gerne als KKK ab. KKS. Dies mag auch eher nicht intuitiv sein, warum das jetzt eine Annahme ist, es wurde tatsächlich experimentell gezeigt, dass zumindest auch für unsere Längen und Zeitmaßstäbe, was im Alltag entspricht, dass das eine sehr gute Annahme ist. Und ein berühmtes Experiment, was nicht diesem Ziel gedient hat, aber quasi beiläufig wurde das also gezeigt, fand bei den Landvermessungen für den preußischen König statt, als Gauss, der Direktor dieser Landvermessung war. Und das war zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also 1820 oder so. Gibt es eine Methode, die heißt Triangulation. Da will ich nicht weiter drauf eingehen, aber was diese Leute vermessen haben, war ein sehr großes Dreieck, und zwar vom Brocken. Das ist ein Berg in Deutschland. Der hat ungefähr eine Höhe von 1140 Meter.
vom Brocken wurde zum großen Inselberg. Der ist 915 Meter hoch. Und zum Hohen Hagen, der liegt ungefähr hier. Von diesen Bergspitzen wurde ein Lichtstrahl geschickt. Und dann kann man sehen, ob der Lichtstrahl den Spiegel trifft und dann wieder zurückkommt. Und das machen Sie, wenn Sie auf dem Brocken stehen, machen Sie das zum Hohen Hagen und zum großen Inselberg. Der Hohe Hagen ist 490 Meter hoch. Und dann können Sie für dieses Dreieck den Winkel messen. Ja. Jetzt, also diese Distanz sind ungefähr 100 Kilometer. Das sind 70 Kilometer. Und hier sind 85 Kilometer. Wenn Sie sich nicht so auskennen mit der Geografie, hier ungefähr ist Göttingen. Kassel ist vielleicht hier. Und Eisenach ungefähr hier. Okay, und da konnte man also dann diese Winkel messen. Und auf so großen Distanzen, also viele Kilometer, ergab sich, dass die Summe dieser Winkel 180 Grad ist. Also das in der modernen Zeit vielleicht das erste Mal, dass das so bestätigt wurde. Und auf dieser 100-Kilometer-Skala ist also die Lichtkrümmung, die Sie haben, aufgrund der Gravitation, also gut vernachlässigbar. Arbeiten Sie trotzdem in einem gekrümmten, und das nennen wir dann Bezugssystem, da kommen wir gleich dazu, so den Reference Frame, dann kann man immer, das zeigt sich in Erfahrung, kann man immer sehr gut das kartesische Koordinatensystem lokal anwenden. Also gibt es doch Krümmung des Raumes, also keinen kann man in der Regel, also IDR, in der Regel immer noch lokal ein kartesisches Koordinatensystem. Also ein schönes Beispiel aus der Geometrie dazu ist, wenn Sie die Oberfläche einer Kugel numerisch berechnen wollen, dann können Sie kleine Plättchen drauflegen auf die Oberfläche und die Flächen dieser Plättchen ausrechnen. Und je kleiner diese Plättchen werden, umso genauer wird Ihre Berechnung der Oberfläche dann. Also im Grunde impliziert also diese Annahme, dass unsere Vektoralgebra, unsere lineare Algebra funktioniert. Dass die anwendbar ist auf die Physik, die wir hier treiben wollen. Jetzt zur Annahme A dieses Referenzraums. Ja? Also ad A, die Bewegung in einem Raum statt und es heißt, sie befindet relativ zu etwas statt. Ja? Also Bewegung ist immer relativ zu etwas.
Also zum Beispiel zu Ihnen selber, zu einem selber. Oder noch besser, wir sind ja keine Egomanen, zu irgendeinem Gegenstand, ja, den Sie für jedweden benennen können. Also zu anderen Objekten. Wäre das nicht so, könnten Sie die Bewegung gar nicht wahrnehmen. Sie würden quasi sich mitbewegen, wenn das nicht relativ zu Ihnen wäre. Und deswegen scheint es notwendig, also dass wir ein Referenzraum, ein Bezugssystem haben. Ja? Also es gibt dieses Bezugssystem, das nennen wir BS. Und wie gesagt, auf Englisch heißt das Reference Frame. Und in diesem Bezugssystem müssen durch das Koordinatensystem, das Sie verwenden wollen, müssen alle Orte benennbar werden. Ja? Das macht alle Orte durch Koordinatensystem benennbar. Und jetzt ist es so, dass für gewisse Bezugssysteme diese Bahnkurven und wie sie zusammenhängen, diese Bewegungsgesetze, dass die vom Bezugssystem abhängen. Also deswegen hat das Bezugssystem eine zentrale Rolle. Das ist eine sehr, sehr wichtige Annahme für diese Bahnkurve. Also die Gleichung Bahnkurvengleichungen, das nennen wir auch die Bewegungsgleichung oder Bewegungsgesetze. Das ist nämlich auf Englisch also known as Equations of Motion, hängen vom Bezugssystem ab. Okay. Also Sie können sich vorstellen, die Gesetze, die Ihre Billardkugel im Hörsaal beschreiben, sind andere als jene, die das Verhalten ihrer Billardkugel auf dem Karussell beschreiben. Ja, also das wären zwei verschiedene Referenzräume. Und daher muss dieses Bezugssystem spezifiziert sein. Ja, also Bezugssystem muss immer spezifiziert beziehungsweise bekannt sein. Also wenn Sie mit einer Aufgabe konfrontiert sind und sich dabei ertappen, dass Sie nicht sicher sind, welches Bezugssystem jetzt dasjenige sein soll, wo das stattfindet, dann müssen Sie diese Frage zuerst klären. Das Bezugssystem ist so zentral, dass wir ein Unterkapitel dem auch nochmal widmen. Also da gibt es noch mehr dazu. Ich würde jetzt gerne, wir haben ja dieses Koordinatensystem kurz besprochen und deswegen würde ich das gerne jetzt nochmal der Form halber nochmal kurz ansprechen. Ich hoffe, dass Sie das kennen, also dass ich da nicht in die Tiefe gehen muss. Sollten Sie da noch Fragen haben bei dem, was jetzt kommt, dann
stellen Sie sicher, dass Sie das jetzt noch klären. Also das wird es ist sehr fundamental. Also es gehört wirklich zum Elementaren. Also zum Koordinatensystem sollten wir hinzusagen, also dass wir im kartesischen Koordinatensystem haben wir normierte Einheitsvektoren. E1, E2 und E3. Die ein sogenanntes Fons bilden, ja, die ein vollständiges Orthonormalsystem, also VONS, Fons bilden. Die Vollständigkeit ist wichtig. Es gibt mathematische Regeln, dass der Satz ihrer Basisfunktion vollständig sein muss, damit wir uns darauf verlassen können. Und, also wenn das nicht ist, dann gibt es große Probleme. Also das ist etwas, was das kartesische Koordinatensystem hat. Ortho heißt, dass es orthogonal aufeinander ist. Das heißt, EI, EJ ist gleich das innere Produkt, wenn es orthonormal ist, muss dieses innere Produkt, das muss 1 sein. Das muss gleich sein, EI, EJ. Das Produkt der Beträge. Und normal heißt, dass es normalisiert ist. Also EI ist 1. Und das bedeutet, dass sie für jedwede Vektormultiplikation als inneres Produkt IJ das Kronecker-Delta-Symbol haben. Also gleich 1 für I gleich J gleich 0 für I ungleich J. Sie haben völlig recht. Orthogonal heißt das, hier gab es einen Chat, dass mein Vektorprodukt 0 ist. Das heißt, der Cosinus von Theta ist 0, was Sie für Theta gleich 90 Grad erreichen. Wir benutzen außerdem hier drin immer das Rechtssystem. Also Sie folgen Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger Ihrer rechten Hand für X, Y und Z. Also Y ist dann hinter der Blattebene. Es gibt noch Fragen. Pardon. Also hier bei Otto. Haben Sie, also im Allgemeinen, Entschuldigung, das stimmt hier nicht, im Allgemeinen ist das 0, weil Ihr Cosinus
Phi Cosinus Phi J ist gleich 0, wenn Sie I gleich J haben. Wenn Sie I ungleich J haben. Es ist gleich 1, wenn I gleich J ist. Okay. Entschuldigung. Okay. Ja, vollständig heißt es, genau, es ist eine Basis, das kommt, das können wir jetzt eben genau hinschreiben. Wir können aufgrund dessen, kann jedweder Vektor kann als Linearkombination in dieser Basis entwickelt werden. Also, kann ich hinschreiben A und dann habe ich mein A1, das erste Element, das zweite, das dritte. Okay, jetzt kann es natürlich, insbesondere wenn Sie zu anderen Bezugssystemen gehen, aber auch für gewisse Aufgaben kann es praktischer sein, andere Koordinatensysteme zu benutzen. Und der Form halber sollte ich die hier auch erwähnen. Also andere Koordinatensysteme sind zum Beispiel ihre, wenn Sie sagen, x ist, also das im kartesischen Koordinatensystem, haben Sie x von t, y von t, z von t und t. Sie haben in einem parametrischen Koordinatensystem x von Lambda, y von Lambda, z von Lambda und t von Lambda. Wobei in der Regel sagt man, dass 0 kleiner Lambda kleiner gleich 1 sein soll. Diese parametrische Darstellung ist sehr mächtig. Wenn Sie sich das Bildchen der Bahnkurve in Erinnerung rufen, ich glaube, das sah so aus. Wir hatten das letzte Woche, wo das hier Ihre Projektion war auf die y-Ebene und das ist ihre Zeit, das ist ihr x. Dann sehen Sie hier, dass in x und y, das ist eine nichtlineare Funktion, ihre Bahnkurve. Und Sie können jetzt zum Beispiel hier mit Ihrem Lambda einfach von einem beliebigen Punkt linear in Lambda interpolieren. Es muss nicht linear sein, aber wird oft gemacht. Und so können Sie quasi tunneln von
einem beliebigen Ort zum nächsten auf dem direkten Weg. Und für so eine Möglichkeit ist so ein parametrische Koordinatensystemdarstellung sehr nützlich. Sie können auch den Zylinder betrachten. Also das ist eine häufige geometrische Form natürlich. Dann haben Sie einen Radius, nennen wir ihn Rho von T, ein Winkel und eine Höhe. Oder Sie haben ein Polar-Koordinatensystem, also ein effektiv 2D, dann haben Sie einen Radius und einen Winkel. Oder Sie haben eine Kugel, ein sphärisches Koordinatensystem, dann haben Sie auch einen Radius und einmal einen Polarwinkel und einmal einen Azimutalwinkel. Also wenn ich eine Kugel male, ist irgendwo das Zentrum. Hier ist der Radius. Das wäre Ihr Polarwinkel. Und dann haben Sie noch einen Azimutalwinkel. Ja, manchmal wechsle ich die Symbole. Das ist mit Absicht, um Sie ein bisschen dazu animieren, immer mitzudenken. Und ja, so kann der Radius mal ein R sein, mal ein Rho. Und auch die Winkel sind natürlich nicht wirklich festgelegt. Ja. Also, das ist auch, wenn Sie in die Literatur gucken, jedes Buch pflegt da seinen eigenen Stil. Also da möchte ich sehr anregen, einfach immer quasi lokal mitzudenken. Also wir können die Details dann auch noch später diskutieren, beziehungsweise im Tutorium. Ich wollte das nur erwähnt haben, bevor wir jetzt zum nächsten Kapitel kommen, beziehungsweise bevor wir jetzt dieses Kapitel abschließen. Und zwar haben wir jetzt diese Annahmen der Bahnkurve diskutiert. Und ich möchte jetzt zurück zu dieser Bahnkurve kommen. Also zurück, die war ja der Grund, warum wir uns hier drüber unterhalten. Also zurück zur Bahnkurve. Und da haben wir jetzt unseren Raumvektor jetzt als Funktion der Zeit. Quasi für den haben wir jetzt ein bisschen ein besseres Verständnis. Und jetzt möchte ich gerne eine Umfrage mit Ihnen machen. Und zwar möchte ich Sie fragen, ob Sie glauben, dass dieser Satz von Koordinaten für unsere Massepunkte, ja, also wir haben einen Satz von Massepunkten, die schweben jetzt hier im Raum. Sagen wir mal so, zu einem Zeitpunkt T0. Ja.
Glauben Sie, dass dieser Satz an Koordinaten, an Vektoren, dass der den Zustand eindeutig definiert? Ja. Das möchte ich jetzt an Paul fragen. Also genügen die Positionen unserer Massepunkte, um den Zustand zu definieren? Ich launche den. Jetzt sehe ich Antworten. Vielen Dank, dass Sie da antworten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Zwei Drittel hat jetzt geantwortet. Okay. Also ich beende den Poll nach einer Minute und es sagen also genügend. Es sagen 18% ja. Und nein, dann entsprechend von 82%. Die Mehrheit hat Recht. Ja. Sie können das recht leicht nachvollziehen, indem Sie sich den nächsten Zeitpunkt vorstellen. Also gehen wir zu T1 über. Und jetzt sehen wir, wenn wir uns die Frage stellen, wohin denn diese Massepartikel sich bewegt haben, dann sehen wir, dass uns etwas fehlt bei dieser Information, um diese Zukunft in T1 vorhersagen zu können. Ja. Und zwar fehlt uns die Bewegungsrichtung. Ja. Also ich kann das hier einmalen, zum Beispiel, wenn ich mal solche Vektoren einmale als Richtung, in die sich hier bewegt wird. Und das sind natürlich letzten Endes nichts anderes als Geschwindigkeitsvektoren. Dann kann ich die so einmalen. Und ich kann auch alternativ mir andere Vektoren vorstellen, in die diese Partikel sich bewegen. Zum Beispiel so. 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 Und so. Und jetzt ergibt sich für, also wenn ich kopiere jetzt nochmal hier so ganz leicht den Zustand bei T0 nur zur Orientierung. Und jetzt ergibt sich also, wenn ich den weißen Pfeilen folge, dann muss das irgendwie das System jetzt bei T1 irgendwie so aussehen. Ja. Wir sind von oh, pardon. In diesem System. Zu diesem, wenn wir den weißen Pfeilen folgen, wenn wir den roten Pfeilen folgen, dann sitzen jetzt unsere Partikel woanders. Wir hätten dieses System hier. Ja. Also Sie sehen, hätten wir nur die Koordinaten, dann hätten wir keine deterministische Auffassung dieser Welt. Das heißt, es fehlt uns etwas. Und wenn wir also fragen, wie die Sachen, wie diese Geometrie von der Zeit abhängt, dann fragen wir natürlich nach der Zeitabhängigkeit oder nach der Ableitung. Also wir brauchen die Zeitabhängigkeit
explizit und wie messen wir Abhängigkeiten durch Ableitung. Also das ist immer das gleiche Spiel. Also wir leiten nach der Zeit ab. Ich differenziere jetzt nach t. Also unsere Koordinaten nach dt, das ist unser v, das ist der Limit von t' nach t bei r und t minus r und t' durch t minus t'. Das ist unser R-Punkt, ja, so wie es auch üblich ist. Ja. Also das brauchen wir auch das bedeutet also Positionen und die Masse dieser Massepunkte kommt auch rein, also Positionen und Impulse sind, wenn wir das haben, dann haben wir unsere Bahnkurve eindeutig definiert. Es ist jetzt 12 Uhr, wir sind am Ende dieser Vorlesung. Ich gucke noch schnell in den, ja, also ich sehe jetzt nichts sehr Dringendes. Also wie gesagt, am Freitag können wir noch diskutieren und dann am Nachmittag gibt es auch noch das Tutorium. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir werden das Video auch posten und ich freue mich darauf, Sie am Freitag wieder begrüßen zu können. Vielen Dank.